aus Warnsachen. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt eine Abwandlung unserer einfachen Tür. Nämlich, was passiert, wenn man jetzt zwei Türen anstatt einer hat in einem Rahmen. Da gibt es kleinere Komplikationen, da werde ich ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn wir soweit sind. Aber an und für sich funktionieren sie genauso. Aktion drücken und sie gehen auf und zu. Das Zugehen hat auch wieder eine kleine Verzögerung. Na komm. Aber es funktioniert. Und das werden wir jetzt heute bauen. Wie auch bei der normalen Tür schauen wir uns jetzt erstmal das Asset in einem 3D-Programm an. Bei mir jetzt halt Blender. Ist auch hier, das Asset ist in drei Teile aufgeteilt. Einmal der Rahmen an sich. Ich habe auch hier wieder die Wand einfach mit einarbeitet, damit ich es leicht habe zum Platzieren. Und die beiden Türen sind natürlich auch getrennt, weil alles, was sich bewegen soll, muss getrennt sein. Oder alles, was sich unabhängig bewegt, soll getrennt sein. Auch hier wichtig, dass der Nullpunkt oder der Mittelpunkt dort ist, wo sich's dreht. Und so könnt ihr das dann exportieren und in Unreal importieren. Ja, so, zurück in Unreal. Wir haben alles importiert. Jetzt brauchen wir einen neuen Blueprint. Auch hier wieder Blueprint Glass, Actor. Und nennt das halbwegs vernünftig, dass sie wieder findet, was es tut. Das ist immer wichtig, gerade bei größeren Projekten, nennt die Sachen vernünftig, dass ihr die wiederfindet und auch einfach wisst, was sie tut, gerade so Blueprints. Kann man da schnell den Überblick verlieren. So, einmal die Blueprint öffnen. Ich mache das alles mal ein wenig größer. Da brauchen wir jetzt erstmal wieder unsere Geometrie drin. Wo ist denn hier? Tür, Tür und einen Rahmen. Zack, bumm, rein. Beim Importieren in die Blueprint richtet sich natürlich alles wieder an den Nullpunkt. Also stimmen unsere Türen nicht. Einmal zack, einmal zack. Dann sind die schon mal auf der richtigen Seite. Jetzt müssen wir halt genauer anpassen. Ich passe jetzt erstmal die X-Achse an. Ist ja die für bei meinen Türen beiden die gleiche. Mal gucken. Ja, so ungefähr. Und jetzt müssen wir Y anpassen. Die passen wir von innen an, dass halt unsere Tür auch wirklich in unseren Rahmen passt. Wenn jetzt wie hier der Fall ist, man sieht halt nicht wirklich, was dahinter ist. Zieht euch ruhig ein Pointblend rein, habt dann ein bisschen Licht. Ich weiß es halt auswendig bei mir. Ihr müsst es bei euch ein bisschen anpassen. Ich habe ja die schon mal vorher zusammengebaut. So, das kann weg. So, ich habe ein bisschen Farbe drauf. Jetzt brauchen wir eine Collision Box. Ich nutze hier nur eine Collision Box, da ich möchte, dass beide Türen gleichzeitig auf und zugehen und nicht getrennt voneinander. Und den setze ich an den Rahmen. Box Collision. So, die ziehen wir natürlich wieder zurecht, wie wir sie brauchen. Macht die hier ruhig schön größer, damit die an den Rahmen fixieren. Bewegt die sich nicht mit den Türen mit. So, schaut auch, dass ihr auf beiden Seiten die Collision Box so ungefähr ziemlich gleich habt. Hat einfach den Hintergrund, dass wenn die Türen jetzt zum Beispiel auf ist, dann ist die Position der Tür ja hier. Wenn jetzt die Box mitgeht, geht die nur an einer Tür mit. Das ist ja blöd. Also machen wir es so, dass man aus jeder Position an der Tür, wenn man davor oder dahinter steht, einfach sagen kann, okay, Tür auf, geht Tür zu. Das war es auch schon im Viewport. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir müssen jetzt zum Event Graph. Auch hier wieder alles löschen. Das kann weg. So, und dann bauen wir unser Event jetzt von Anfang an auf. Wir brauchen hier wieder Add Event. Dann Begin Overlap. Und End Overlap. So, dann brauchen wir natürlich auch wieder unseren Controller. Get Player Controller. Da. Dann Enable. Na komm. Ah, hier Enable Input. Und Disable Input. Soweit so gut, ist das ja alles noch wie bei der Tür. Einmal alles verbinden. Das hier rein. End in Disable und Begin in Enable. So, der Aufbau bis zur Timeline ist halt eigentlich auch dasselbe bis zur Timeline. Danach wird es ein bisschen anders.
machen wir es denn? Keyboard Events. Wo haben wir das E? Da. Ich nutze halt immer noch gerne E für sowas. Dann wieder den Branch für, ich möchte, dass die Tür noch wieder zugehen. Add Timeline. Ich nenne sie einfach Tür. Einmal F. Auch hier brauchen wir wieder zwei Keys. Ein auf 0. Na komm. 0. Null. Dann gehe ich hier auf 2. Und der Wert, was haben wir genommen? Ich glaube 130 habe ich genommen. Wir werden es ja gleich sehen. Was noch ein bisschen anders schöner aussieht. Auch hier mache ich Easy in, Easy out. Das sieht einfach ein bisschen schöner aus. Compile, Save, zurück zum Event Graph. So, okay. Die Timeline steht. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal unsere Tür. Und was sie eigentlich tun soll. Sie soll ja rotieren, also brauchen wir Set Relative Rotation Eingangstür. Das ist die erste Tür. Wir haben hier unser Mesh. Okay, jetzt brauchen wir natürlich erstmal den Wert in die Rotation rein. Wir brauchen ja nur die Z-Rotation, weil es soll sich ja um Z rotieren. Also machen wir den Split. Wer will, kann es auch über ein wer will, kann es auch über Make Rotate machen, aber brauchen wir nicht. Den packen wir jetzt da rein. Es rotiert sich um Z. Jetzt brauchen wir die zweite Tür. Set Rotation Eingangstüre 1 heißt. Ihr müsst halt gucken, wie eure Meshes heißt. Ich habe sie halt Eingangstür 1 und 2 genannt, weil ich das halt einfacher fand. Wir haben aber hier ein kleines Problem. Ich zeige es euch aber mal. Wenn ich hier nämlich den gleichen Wert habe, ihr dürft ja mal raten, was passiert, wenn ich das so mache, dass sich beide in die gleiche Richtung rotieren. Vielleicht kann der eine oder andere es erraten. Sieht nämlich auch sehr lustig aus. Machen wir einmal Play. Ja, huch. Wo will die Tür hin? Die geht in die falsche Richtung. Die eine Tür, die macht ja irgendwie was ganz Komisches. Die dreht sich ja in die andere Richtung. Nicht einfach an der Position der Assets in der Welt, in unserem Viewport. Wir müssen jetzt da quasi aus einer positiven Rotation eine negative Rotation machen. Ja, wer so ein bisschen in Mathe aufgepasst hat, der weiß jetzt vielleicht, wie man das hinkriegen, dass aus einem Plus ein Minus wird, weil Multiplikation Minus mal Plus ist immer noch Minus. Das machen wir jetzt durch einen Float x Float. Wir können ja einfach x drücken oder das Mal am Numpad. Float mal Float. Dann müssen wir aber den hier unten reindübeln. Dann einmal minus 1. Und dann kommt das in Z. Das Compilen, Speichern. So. Und das testen wir jetzt kurz. Einmal Play. Mal drücken. Ah, tada! Sie gehen beide in die gleiche Richtung auf. Und in der Mathematik. Aber sie gehen noch nicht zu. Das machen wir jetzt auch kurz. So, jetzt fehlt nur noch unser Mechanismus, dass sie halt wieder zugehen. Das ist genau der gleiche, wie bei den anderen auch. Float ist kleiner als Float. Ab da rein, ab in den Reverse. Und hier auch wieder 1. Save, Compile, nochmal testen. Sie gehen auf, wunderbar. Sie gehen zu, wunderbar. 1a funktioniert alles, wie es soll. Und wir haben jetzt doppelschwingige Türen. Dann, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch sehr viel Spaß mit euren wundervollen Türen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder.